Ich danke Ihnen also erstmal für die nette Einladung. Ich finde das Projekt toll, das Sie jetzt machen. Muss es schon betonen, dass Sie dann ganz unterschiedliche neue Ansätze zusammengebracht haben in dieser Ringvorlesung. Ich möchte mich auch für Sie, die hier zuhören, möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie die Geduld aufgebracht haben und trotzdem gekommen sind, weil wir sind nicht in der Zeit, die normalerweise die Vorlesung läuft, und wir sind auch versetzt worden durch ein Flugproblem. Nachdem ich das gesagt habe, möchte ich noch ein bisschen zu dem Kontext erklären, woraus mein Vortrag heute rauskommt. Vieles hat Herr Gomba schon erwähnt. Das kommt aus dem Kontext des Projekts Symbolik der Demokratie, der angekoppelt war mit der Nachwuchsgruppe und geht jetzt in Richtung des neuen Projekts. Das neue Projekt heißt das politische Imaginäre. Und das politische Imaginäre wird in vergleichende Perspektive deutsch-brasilianisch. Das wird die nächste Sache sein. Die Idee, die hier haben, ist ein bisschen zu schauen, wie kann man politische Repräsentation neu strukturieren oder neu denken für die politische Theorie. Und ich denke, und ich hoffe, dass ich Sie davon überzeugen kann, dass die politische Theorie eine Revitalisierung braucht, die auch damit zusammenhängt mit ihrem eigenen Gegenstand. Also wir beobachten, dass unterschiedliche geisteswissenschaftliche Disziplinen tolle Themen bearbeiten, die wir eigentlich politiktheoretisch bearbeiten sollen, die im Bereich der politischen Kultur früher angesiedelt waren und die wir vielleicht mal uns theoretisch anschauen sollten. Und ich möchte dafür einen Vorschlag machen und dieser Vorschlag wird um das Konzept der politischen Repräsentation gehen. Also die Idee wäre dann, die politische Repräsentation zu erweitern, und zwar in Bezug zum Imaginären und zum Symbolischen zu setzen. Wenn man von Repräsentation in der Demokratie spricht, denkt man sofort an repräsentative Regierung, an Vertretung von Interessen oder an Wahlen. In der politischen Theorie ist das Konzept der Repräsentation von der Idee der Vertretung geprägt. Betont wird die sogenannte Handlungsdimension der Politik. Obwohl traditionelle Politiktheoretikerinnen unterschiedlich argumentieren, haben sie eines gemeinsam. Politische Repräsentation ist für sie eine Handlung, die die Vertretung von Individuen, Gruppen oder des gesamten Volkes garantiert. Repräsentieren bedeutet, an der Stelle von anderen zu agieren. Die US-amerikanische Politikwissenschaftlerin Hannah Pitkin hat deshalb Repräsentation als Acting for Others definiert. Repräsentant ist der oder diejenige, die an der Stelle von anderen handelt. So handelt die Kanzlerin für den deutschen Staat und für das deutsche Volk. Abgeordnete handeln für die Wähler, Länder oder auch für das gesamte Volk. Ohne Frage wird in diesem Ansatz eine grundlegende Dimension der politischen Repräsentation behandelt. In den Fokus geraten damit die Konfiguration politischer Institutionen, die Auswahlmechanismen politischer Repräsentation sowie ihre Beziehung zu den Repräsentierten. Repräsentation als Acting for ist sicherlich für das Verständnis von Politik und vor allem von der repräsentativen Demokratie zentral. Aber ist das dann alles? Repräsentation als Acting for ist dann als Vertretung gemeint. Es sieht nicht so aus, als ob der Begriff der Vertretung alles abdecken würde, was wir unter politischer Repräsentation verstehen können. Es gibt viel mehr symbolische, visuelle, ästhetische und Inszenierungsmechanismen, die die Artikulation von Gruppeninteressen, die Formierung von politischer Identität, die Formulierung von politischen Zielen oder das Verständnis von Politik und Demokratie mitgestalten. Wir begegnen ihnen sowohl im Alltag als auch bei besonderen politischen Anlässen. Dies liegt daran, dass der Mensch an sich schon ein Animal Symbolicum ist, also wie Ernst Cassirer beschrieben hat. Das heißt, der Mensch bedarf der Symbole, um sich einen Zugang zur Welt zu schaffen und um sich auszudrücken und in Kommunikation miteinander zu treten. Politik als menschliche Aktivität kann daher nicht von menschlichen Zugang
zum Symbolischen getrennt werden. Politik ist auch mit dem politischen Imaginären verwoben. Auf das Imaginäre werde ich dann später am Ende meines Vortrags kommen, aber ich schicke deshalb, weil das dann zu abstrakt wäre, eine kurze Beschreibung vorweg, die wir dann später brauchen. Man kann das politische Imaginäre zum einen als eine Art Repertoire von Vorstellungen, Bildern, Symbolen, Ritualen, Emotionen, Diskursen, Narrativen, Mythen und so weiter so verstehen, die dann dieses Repertoire dann innerhalb einer politischen Gemeinschaft und politischer Kultur geteilt wird. Das heißt, wir alle teilen dieses Repertoire an bestimmten Dinge, die wir dann kennen. Also wir kennen zum Beispiel die Prinzipien der Demokratie, wir kennen einige nationalen Mythen in Europa und wir teilen miteinander dieses Repertoire. Aber zum anderen ist das Imaginäre auch die Vorstellungskraft. Das heißt, sie ist die Fähigkeit, das Imaginäre ist die Fähigkeit, sich etwas vorstellen zu können. Wenn man vom politischen Imaginären spricht, spricht man dann immer vom kollektiven Repertoire und von der Art und Weise, wie wir uns dieses Repertoire in der Gruppe, wie wir dieses Repertoire teilen sozusagen, wie wir dieses Repertoire verstehen, wie wir dieses Repertoire überhaupt formen. Also die Vorstellungskraft, die eine bestimmte Struktur hat, je nach politischer Kultur. Politik ist daher sowohl mit dem symbolischen Zugang des Menschen zur Welt, als auch mit seinen Vorstellungen über die politische Ordnung, über politischen Repräsentanten, Bürgerinnen und Bürger, über den Staat und auch darüber, wie die politischen Institutionen funktionieren sollen. Das klingt zuerst ein bisschen abstrakt, aber ich denke, Symbole sind einfacher zu verstehen, wenn man dann ins Konkrete geht. Also selbst die Ästhetik von meiner PowerPoint-Präsentation kann dann politische Bedeutung haben. Würde ich zum Beispiel sowas ankündigen? Jetzt funktioniert es nicht. Yes, so. Würde ich meinen Vortrag in Frakturschrift in Deutschland ankündigen, würden Sie wahrscheinlich sehr merkwürdig finden und Ihre Assoziationen wären bestimmt mit dem Nationalsozialismus. Also Sie würden wahrscheinlich denken, vielleicht vertritt sie hier eine Version der politischen Repräsentation, die rückwärtsgewandt ist, die ausschließend ist und so weiter. Würde ich aber sowas machen wie diese Ankündigung von meinem Vortrag, nämlich mit dem Blümchen, würden Sie wahrscheinlich denken, was will sie überhaupt? Sie scheint nicht so richtig professionell zu sein. Wieso macht sie so ein Blümchen in dem Vortrag? Es wäre nicht angemessen angesichts der Institution Vorlesung. Ich möchte zeigen, dass auch das eine politische Bedeutung hat. Man weiß, dass manche Parteien extra darauf gezielt haben, nämlich so eine Art Ästhetik zu verwenden. Das ist zum Beispiel, wenn Sie die alten Grünen sehen, also die Plakaten der Grünen. In diesem Fall haben Sie eine Art hausgemachte Malen, was ähnlich wie Kindermalen aussah, verwendet, um die anti-institutionelle Haltung zu pointieren und zu zeigen, dass diese Bewegung, diese Partei bürgernah sein sollte. Also das bekommt dann eine politische Bedeutung in dem Kontext, in dem es auftritt. Wie wir sehen, sprechen wir Bedeutungen, also sprechen wir den ästhetischen Formen und Symbolen Bedeutung zu. Grund dafür ist, wir verbinden das, was wir wahrnehmen, mit unserer kulturellen Erfahrung, mit unserem Wahrnehmungsmuster und mit unserem Repertoire, das ich gerade erwähnt habe. Damit produzieren wir Gedankenassoziationen, die je nach politischer Kultur unterschiedliche politische Bedeutung hat. Wenn wir dies tun, verbinden wir Politik mit zwei Dimensionen des sozialen Lebens. Wir verbinden sie mit dem Symbolischen und mit dem Imaginären. Für die Politikwissenschaft folgen daraus zwei wichtige Konsequenzen. Zum einen hat Politik und somit auch politische Repräsentation immer eine symbolische Dimension. Zum anderen wird deutlich, dass Symbole, Bilder und Rituale keine Nebenprodukte der Politik sind, sondern wichtige Elemente ihrer Gestaltung.
Staatsflaggen sind die bekannteste Elemente symbolischer Repräsentation. Und dann so denken wir sofort an die US-amerikanische Fahne. Wenn wir dann, also wenn wir die Fahne sehen, denken wir sofort an den Staat der Vereinigten Staaten von Amerika. In den USA sind die Staatsflaggen oder Staatsfahnen und nationalen Symbole überall präsent. Sie schmücken Häuserfassaden, Kleider, Tischdekoration und ich habe sogar einen Blumenkasten gesehen, in dem die die Staatsfahnen drauf haben, plus Freiheitsstatuen. Also der Zugang zu diesen Symbolen erscheint uns von der deutschen Perspektive extrem inflationär und in der Tat scheint da einen Zugang zu denen zu bekommen, indem man eine gewisse Flexibilität mit politischen Symbolen in der Nutzung aussieht. Das heißt, dass die politischen Symbole in bestimmten Kulturen mehr als die anderen unterschiedliche Dinge bedeuten können. Die US-amerikanische Fahne ist außerdem interessant, weil sie medial präsent ist und als ikonisches Produkt weltweit konsumiert wird. Durch den Export von Filmen, Fernsehserien, Spielen oder Mode ist sie zum einen der meistkonsumierten politischen Symbolen der Welt geworden. Einmal in die Popkultur eingegangen, kann sie zusätzliche Bedeutung wie Coolness, modisch sein, Macht oder einfach das Gefühl vermitteln, Teil einer globalisierten Konsumgesellschaft zu sein, dann bekommen. Die Tatsache, dass die US-amerikanische Fahne in massenmedialen Unterhaltung benutzt wird, entkräftet aber ihre Bedeutung für die politische Repräsentation nicht unbedingt. Vielmehr wird ihre politische Bedeutung in Bereichen verbreitet, die nicht unbedingt als politisch erkannt werden. Die US-Fahne zeigt uns, dass Politik, Kultur und soziale Praxis nicht voneinander getrennt verlaufen, sondern eher miteinander verflochten sind. Wenn politische Symbole zu Pop-Ikonen werden, öffnen sich ihre Bedeutung für vielfältige Interpretationen und Verwendungen, selbst dann, wenn die ursprüngliche Bedeutung niemals vollkommen verschwindet. Das ist der Fall von Che Guevaras Porträt. Und das zeige ich hier, nehme ich vorweg. Das ist eine Verwendung von Hans-Christian Strache. Also das Che Guevara-Porträt ist interessant, weil wir dann in den 70er Jahren in Lateinamerika als eindeutiges Zeichen für die lateinamerikanische Revolution gegen den Imperialismus der USA waren. Dieses Porträt wurde zu einer Art Ikone der Linke zuerst. Es wurde eine der meisten Motiven in T-Shirts gedruckt. In den 80er Jahren wurde es wieder aufgenommen für die Redemokratisierungsprozesse innerhalb Lateinamerikas, migriert aber dann in die Popkultur und wurde zum meistverkauften Poster. Eine Entwicklung, die schon seit dem Tod von Che im Gange war. Was passiert damit, ist, dass das Bild von Che Guevara die revolutionäre Bedeutung nur nebenläufig behielt. Sie bekam aber zusätzlich die Bedeutung von Coolness, von Avantgarde sein, von befreit sein. Und diese Bedeutung wiederum sind die jetzt flottierend und können durch diese Pop-Ikonisierung des Bildes wieder aufgenommen werden, auch für Projekte wie die rechtspopulistische Politik der FPÖ. Und Christian Strache macht hier ein Spiel mit dem Che, weil das CHE in seinem Namen wieder auftaucht bei Strache und verkleidet sich hier als Revolutionär. Nur es geht nicht mehr um die sozialistische Revolution in Lateinamerika, sondern eine praktische Version der rechtspopulistischen Vorstellung von Revolution. Also Symbole, Ästhetik und Rituale beeinflussen politische Präferenzen und Gefühle, ermöglichen politischen Identifikation und prägen die Art und Weise, wie wir Politik verstehen. Es ist daher erstaunlich, dass die symbolische Seite der Politik nur als Nebenprodukt von wirklichen politischen Prozessen behandelt oder benachbarten Disziplinen wie der Geschichts-, Kultur- oder Kommunikationswissenschaft überlassen werden. Politik war nie ein rein rationales Geschäft und die symbolische Repräsentation ist angesichts der umfassenden massenmedialen Durchdringung in die Politik immer schwerer zu ignorieren. Politische Symbolik ist in
ist ein wichtiger Indikator über den Zustand der politischen Kultur und auch darüber, wie sich das politische Imaginäre verändert. Ich nehme das Bild weg, weil wir jetzt das Thema wechseln. Wir gehen jetzt in die Wahlen in den USA. Wahlen sind nicht nur ein Wettbewerb der besten Kandidaten an die für die Regierungsämter, wie es dann Josef Schumpeter vorgestellt hat. Sie sind auch Rituale, die Visionen des Politischen hervorbringen, den normativen Horizont der Politik bestätigen oder auch herausfordern, sowie Vorstellungen von dem, was Politik ist und sein soll, mobilisieren. Darüber hinaus sind Wahlen wiederkehrende Rituale der Selbstsymbolisierung des Volkes. Pierre Saint-Vallon hat sehr schön gezeigt, dass die Wahl mit einem ganzen Komplex von Praktiken und Vorstellungen verbunden ist, die über die Organisation der politischen Vertretung hinausgeht. Hier manifestiert sich das Volk als politischer Souverän und entscheidet, welche Personen, Parteien oder Programme die nächsten Jahre in die Politik bestimmen sollen. Der Akt des Wählens hat eine starke symbolische Bedeutung, denn er bestätigt die Volkssouveränität als Prinzip der Demokratie und setzt Vorstellungen eines Wir und der politischen Ordnung frei. Diese Vorstellungen sind aber nie statisch, sondern werden mittels Bilder, Symbole und Inszenierung immer wieder moduliert. Politik, Symbolik und soziale Praktiken sind miteinander verwoben. Die US-amerikanische Wahlkampagne ist dafür ein gutes Laboratorium, denn wir sind gerade dabei zu beobachten, wie Donald Trump den politischen Diskurs der Republikaner verschiebt sozusagen. Der schafft mit seinen rassistischen, sexistischen und diskriminierenden Tiraden trotzdem die Wählerschaft zu sich zu ziehen und profiliert sich als Antipolitiker. Auf der Demokratenseite, auf der anderen Seite sehen wir doch, dass diese antipolitische Haltung sehr stark bei Bernie Sanders zu sehen ist und die Kandidatur von Hillary Clinton in Frage stellt, was bis dahin praktisch eine feststehende Tatsache war. Will man verstehen, wie es dazu kam und was es zu bedeuten hat, dass beide Phänomene jetzt zusammen aufkommen, braucht man ein tiefes Verständnis für die politische Repräsentation und für das politische Imaginäre, damit man seine Veränderung, also das Veränderung des Imaginären, verstehen kann. Man muss nachvollziehen können, wie Trump und seine Wähler sich Politik vorstellen, welche Bedeutung sie ihr beimessen und warum sie mit den etablierten politischen Konsens brechen wollen. Es ist zwar wichtig, wenn man feststellt, dass es eine Krise der politischen Institutionen gibt oder dass es jetzt eine neue Welle des Populismus rollt, aber man kommt damit nicht so wahnsinnig viel weiter. Also was wir brauchen, ist Antworten oder Ansätze, die auf die Fragen Antworten geben können. Was stellen Sie sich solche Leute unter Politik vor? Welches Selbstbild haben die Bürgerinnen über sich selbst? Haben Sie überhaupt politische Visionen? Und wenn ja, welche sind die? Und ich denke, da ist ein Bereich, was bisher nicht als politisch gesehen wurde, ein Bereich der Interaktion innerhalb der Kultur und innerhalb der Massenmedien, den wir tatsächlich für die Politiktheorie und für die Politikwissenschaft entdecken müssen. Wir müssen die Mechanismen verstehen, die solche Phänomene ermöglichen und stärker auf Intersektionsbereiche zwischen Politik, Kultur, soziale Praxis und auch Wirtschaft. Politik ist auf die Fähigkeit von Bürgerinnen und Regierenden angewiesen, sich politische Ordnung vorzustellen, ihr einen Sinn zu geben und eine emotionale Bindung zu dieser Ordnung zu entwickeln, die Individuen dazu bringt, sie zu respektieren und zu achten oder die politische Ordnung auch zu verändern. In unserer aktuellen Gesellschaft, die von der Präsenz von traditionellen Medien, neuen Medien und sozialen Medien sowie von der wechselseitigen Durchdringung des Öffentlichen und des Privaten geprägt ist, ist das Einlassen der Politikwissenschaft auf die symbolische und die imaginäre Seite der Politik unerlässlich. Die Frage ist nicht, ob, sondern bis wann die Politikwissenschaft diese Bereiche ignorieren kann.
Viele Politikwissenschaftlerinnen plädieren deshalb für die Erweiterung des Gegenstandes und der Forschungsperspektive der politischen Theorie. Die in Berkeley lehrende Politiktheoretiker Wendy Brown schlug bereits 2002 vor, die Grenzen der politischen Theorie unter Berücksichtigung der benachbarten Disziplinen zu erweitern. Ups. Ich zitiere Wendy Brown: Questions about the nature of the political cannot presume its radical independence from the cultural, the economic and above all the technological. Fragen nach der Natur des Politischen können nicht davon ausgehen, dass eine radikale Unabhängigkeit des Politischen von Kultur, Wirtschaft und von vor allem Technologie gibt. Vielmehr stehen diese Bereiche in Wechselwirkung zum Politischen. Politiktheoretikerin, so Brown, müssen lernen, sich innerhalb eines weniger abgegrenzten disziplinären Bereiches zu bewegen. Sie müssen andere disziplinäre Felder befragen und neue Impulse für die eigene Theoriebildung zu gewinnen. Dazu zählt Brown Literatur- und Rhetoriktheorien sowie die Theorien der Visual Studies. Und man kann, und ich würde dann dazu fügen, Kulturwissenschaften auch im Allgemeinen. All diese Disziplinen haben gemeinsam, dass sie Symbolprozesse untersuchen und kollektive Vorstellungen berücksichtigen. Und sie melden seit Jahren ein stärkeres Interesse an dem Politischen an. Lässt sich die Politikwissenschaft von ihnen inspirieren, eröffnen sich neue Wege für die politische Theorie. Und die empirische Forschung gewinnt neue methodische Zugänge zu ihrem eigentlichen Gegenstand. Wir brauchen daher dringend ein Instrumentarium, um die symbolische und imaginäre Prozesse zu verstehen, sonst riskieren wir, unser Gegenstand vor Augen zu verlieren. Die politische Theorie hat hier einen Beitrag zu leisten und ich denke, ein guter Beginn wäre dann mit dem Konzept der politischen Repräsentation anzufangen. Ich möchte jetzt mit einer Basis anfangen, bei der man politische Repräsentation innerhalb der politischen Theorie denken kann. Und Sie kennen wahrscheinlich das Buch von Hannah Pitkin, The Concept of Representation, ist leider nicht auf Deutsch übersetzt worden. Wenn nicht, dann würde ich sagen, auf jeden Fall lesen. Das ist der Ausgangspunkt für alle, die über Repräsentation innerhalb der politischen Theorie arbeiten wollen. Also das Buch von Pitkin ist interessant, das kam 1969 raus und das war ihre Doktorarbeit. Was Pitkin gemacht hat, war sich die, das ist bis heute noch ein Klassiker, das ist das Interessante, es kam 69 raus, wird immer noch gelesen und es gibt kein anderes Buch, das an dieser Stelle getreten ist. Und das, was Pitkin gemacht hat, war die Ansätze innerhalb der politischen Theorie zu gruppieren, je nachdem, wie sie zur politischen Repräsentation stehen. Aber dafür hat sie vorher eine allgemeine Definition von politischer Repräsentation gebracht. Und zwar, die blende ich hier ein, Representation taken generally means the making present in some sense of something which is nevertheless not present literally or in fact. Diese Definition ist eine sehr allgemeine Definition, geht auf die etymologische Wurzel des Wortes zurück, wurde aber auch von Carl Schmitt wieder aufgenommen und auch von vielen Theoretikern aus den 20er und 30er Jahren. Und die ist interessant, weil gerade weil sie so allgemein ist, beschreibt sie etwas, was in jeder Repräsentation vorhanden ist und nicht nur in politischer Repräsentation. Repräsentieren heißt, auf gewisse Art und Weise etwas zu vergegenwärtigen, was im wahren Sinne des Wortes nicht anwesend ist. Durch einen Repräsentanten wird das nicht anwesende Objekt der Repräsentation anwesend gemacht. Dabei kann der Repräsentant ein Mensch, wie politische Vertreter, eine Institution wie der Staat, der sein Volk repräsentiert, oder auch ein Symbol sein, wie wir es mit der US-amerikanischen Fahne gesehen haben. Repräsentiert können unterschiedliche Dinge, also können unterschiedliche Dinge werden, etwa die Wähler, das gesamte Volk, ein politisches Prinzip wie die Volkssouveränität oder auch eine Institution wie der Staat, das Parlament oder eine Partei.
In allen Fällen ist Repräsentation making present again, wie Pitkin beschreibt. Pitkin hat die politische Theorie in drei Haupttypen der Repräsentation unterschieden. Das sind diese Ansätze, von denen ich gesprochen habe. Die teilt die Theorien der Repräsentation in formalistische Repräsentation, Repräsentation als acting for, Repräsentation als standing for, wobei standing for zwei Subtypen gibt, deskriptive und symbolische Repräsentation. Also was ist formalistische Repräsentation? Mit formalistischer Repräsentation bezeichnet Pitkin die formalen Voraussetzungen und Kriterien, damit Repräsentation stattfindet. Also damit der Handel an der Stelle von anderen stattfindet. Politische Theorien, die darauf fokussieren, folgen der formalistischen Sicht, so Pitkin. Doch für Pitkin handelt es sich nicht nur um Kriterien und die Bedingungen, für Pitkin handelt es sich hier nur um die Kriterien und die Bedingungen für das Handeln, aber nicht um das Handeln selbst. Sie glaubt, Repräsentation ist acting for others. Das heißt, wenn wir dann diese Dreierliste sehen, ist der Bereich, in dem Repräsentationen tatsächlich stattfinden, nur der zweite Bereich. Obwohl sie anerkennt, formalistische Repräsentation ist notwendig, damit Repräsentation überhaupt stattfindet und Legitimität erlangt. Unter formalistischen Repräsentationstheorien hat sie hauptsächlich zwei dargestellt. Die erste Ansätze sind die fokussieren auf die Autorisierung. Das ist das, wenn Sie dann Hobbes-Leviathan denken. Das ist das beste Beispiel. Die Gruppe autorisiert einen anderen, um an deren Stellen zu handeln. Diese Autorisierung ist notwendig, damit es überhaupt eine Repräsentation stattfindet, aber für die Demokratie ist sie nicht genügend. Für die Demokratie können Sie nicht nur jemanden autorisieren, Sie müssen auch kontrollieren, was diese Person an ihrer Stelle macht. Und deswegen zählt Pitkin die Accountability-Ansätze als eine der wichtigsten und vor allem der wichtigste Ansatz für die Demokratie. Das heißt, einerseits brauchen sie eine Autorisierung, damit der Repräsentant an ihrer Stelle handeln kann. Auf der anderen Seite müssen sie Kontrollmechanismen einbauen, damit dieser Repräsentant nicht alles machen kann, was er will, sonst würden wir wieder zurück zum Leviathan kommen und hätten wir keine demokratische Vertretung. Wichtig ist, obwohl die formalistischen Kriterien Voraussetzungen für die Repräsentation sind, betrachtet Pitkin, wie gesagt, weder Autorisierung noch Accountability als eigentliche Repräsentation. Repräsentation findet sie nur bei Acting for, und das ist Acting for ist das, was wir gängig als Vertretung benennen. Interessanterweise hat Pitkin selbst das Wort Vertretung dafür benutzt. Im Mittelpunkt des Begriffs rücken die Aktivität der Repräsentanten und das Verhältnis zwischen ihnen und den Repräsentierten. Die Qualität dieser Beziehung hängt immer von den formalen Kriterien der Repräsentation, von ihrer Durchsetzung und von den institutionalen Settings ab. Ich komme jetzt zu dem Repräsentationstyp, der für unsere Erweiterung des Repräsentationsbegriffs am produktivsten scheint. Das ist Repräsentation als Standing for. Interessanterweise lehnt Pitkin Repräsentation als Standing for als Repräsentation für die Demokratie ab. Sie versteht es nicht als Aktivität, und das ist ein bisschen das Problem bei ihr. Sie kann sich nicht vorstellen, dass Symbolisieren eine Aktivität sein kann. Sie versteht es nur als passives Darstellen. Dafür benutzt sie wieder das deutsche Wort. Die Unterscheidung zwischen deskriptiver und symbolischer Repräsentation macht sie nur anhand der Art und Weise, wie es dargestellt ist. Bei deskriptiver Repräsentation gibt es ein Ähnlichkeitsverhältnis zwischen dem dargestellten Objekt und das darstellende, den darstellenden Repräsentant. Das heißt, wir kennen das vor allem von Minderheitsrepräsentation, Frauen repräsentieren Frauen, Schwarzen repräsentieren Schwarzen und so weiter und so fort. Also diese Art wäre dann das Konzept, was dahinter steckt, ist ein Spiegel. Repräsentation wäre dann das wiederzugeben, was das Objekt sein sollte. Transponiert man das für das Parlament, das funktioniert nicht nur auf
in Bezug auf Minderheiten, das funktioniert auch in Bezug auf regionalen Zusammenhängen. Transponiert das mit zu dem Parlament, sieht man dann, dass die Idee hinter der deskriptiven Demokratie, Repräsentation wäre, dass das Parlament ein Abbild der Gesellschaft ist und ein Abbild der Proportionen der Bundesstaaten wäre. Das ist der Fall von den USA, in dem man die Senatoren, die einzelnen Staaten repräsentieren. Die symbolische Repräsentation sieht Pitkin ganz anders. Für die symbolische Repräsentation gibt es kein Ähnlichkeitsverhältnis zwischen dargestellten Objekt und darstellende Repräsentant. Die symbolische Repräsentation ist für sie problematisch, weil das Verhältnis eben zwischen beiden arbiträr ist. Es ist nur eine Konvention und für Pitkin ist die Beziehung zwischen ihnen irrational und vollkommen von Glauben an der Symbolisierung abhängig. Als Beispiel benutze ich hier die Darstellung Christi als Fisch. Das heißt, der Gläubiger muss glauben, dass dieser Fisch tatsächlich Jesus darstellt. Dazu schreibt sie: Since the connection between symbol and reference seems arbitrary and exists only when it is believed in, symbolic representation seems to rest on emotional, affective, irrational, psychological responses rather than on rationally justifiable criteria. Symbolische Repräsentation ist für Pitkin nicht nur irrational, sondern auch politisch gefährlich. Also da muss man auch den historischen Kontext beleuchten, in dem Pitkin lebt. Pitkin ist gebürtige Berlinerin, migriert in die USA mit ihrer Familie. Der Vater war ein jüdischer Psychoanalytiker und beobachtet mit Argwohn, was in Deutschland passiert ist. Sie ist aber auch von einer zweiten Erfahrung geprägt, nämlich von der McCarthy-Ära in den USA. Und für sie sind Symbole eine Art manipulative Elemente der Politik. Also sie betrachtet das unter politische Propaganda. Allerdings muss sie dafür die Tatsache ausblenden, also für diese Ablehnung, dass menschliche Kommunikation auf das Symbolische angewiesen ist. Also das ist interessant an ihrer Theorie, dass sie das vollkommen beiseite lässt. Es kommt aber immer wieder hoch in ihrer Theorie, dass sie doch von der Auffassung ist, dass es symbolische Kommunikationsmöglichkeiten dem Menschen immer wieder inhärent sind. Wenn man genauer hinschaut, merkt man eigentlich, dass ihre Theorie durchaus symbolische Repräsentation als produktives Handeln mit einschließt. Wie viele klassischen Autoren, und das denke ich, das passiert oft, wenn die Autoren sich selbst überwinden praktisch in ihrer eigenen Theorie, schafft sie eine Theorie, die ihre eigene politische Position oder auch ideologische oder teilweise emotionale Blockaden überwindet. Und was wir dann sehen im Grunde genommen ist, dass die Ablehnung der symbolischen Repräsentation im Theoriegebäude von Pitkin inkonsistent ist. In mehreren Stellen des Buches benutzt sie einfach Situationen, in denen die hochsymbolisch sind, um zu erklären, wie Repräsentation funktioniert. Eine der besten Beispiele ist, wenn sie sagt, Repräsentation ist nicht falsch oder richtig, die kann nur misslingen. Und wenn die Repräsentation, um ein Beispiel dafür bringt sie die Königin, die eigentlich während einer Zeremonie einen Raum langsam durchschreiten soll und anstatt dessen macht sie kleine Sprünge. Und das war praktisch ein Beispiel, um zu zeigen, dass politische Repräsentation misslingen kann. Sie vergisst aber, dass sie gerade dabei ein symbolisches Beispiel verwendet hat. Die Politiktheoretikerin Lisa Disch hat die Widersprüche in Pitkins Ansatz auch gemerkt und versucht, Pitkins Theorie für das symbolische Verständnis von Repräsentation produktiv zu machen. Sie bemerkt zu Recht, dass der ethnologische Ausgangspunkt Pitkins für die Definition der Repräsentation im Widerspruch mit ihrer Ablehnung der Repräsentation als Standing for steht. Wenn repräsentieren bedeutet, etwas gegenwärtig zu machen, dann kann diese gegenwärtig machen durchaus als symbolische Aktivität gelingen. Disch zeigt auch,
dass politische Repräsentation nur gelingen kann, wenn sich die Repräsentierten an der Haltung des Repräsentanten wiedererkennen. Dies setzt voraus, dass der Repräsentant einen symbolischen Überschuss produziert, der in der Lage ist, Identifikation freizusetzen. Und hierfür zitiert sie Pitkin selbst, ich zitiere die Passage von Pitkins Buch, für Pitkin arbeitet Repräsentanten als Symbol Maker, making himself into an accepted leader. Disch ist Professorin für politische Theorie an der Universität Michigan und gehört zu den Theoretikerinnen der sogenannten Representational Turn. Es handelt sich dabei um eine Tendenz innerhalb der englischsprachigen Politiktheorie, die das Konzept der politischen Repräsentation außerhalb der traditionellen Grenzen zu entwickeln versucht. Im Rahmen dieses Turns sind immer wieder Stimmen laut geworden, die die Symbolisierung kollektiver Identität, die Rolle von Emotionen, die performative Bedeutung von Präsenz als Aktivität der politischen Repräsentation berücksichtigen oder sich den politischen Akteuren wenden, die keine Mandat haben, also die außerhalb der Institutionen stehen. Ich möchte noch einen zweiten Vertreter des Representational Turns kurz darstellen. Das kennen Sie wahrscheinlich, Michael Sowart. Wer kennt ihn? Okay. Also, zu lesen. Michael Sowart ist Professor an der Universität of Warwick in England und hat sein Buch The Representative Claim von 2010 bekannt gemacht. Also, für Sowart ist Repräsentation immer to make a claim. Also es ist schwer zu übersetzen auf Deutsch, weil man hat nur einen Anspruch erheben und erheben ist nicht dasselbe wie make. Also in der Idee von make a claim ist auch diese Gestaltung mit dabei, also diese Performativitätsseite der Repräsentation dabei. Die Bedeutung des Wortes to make ist hier dann wichtig, denn sie zeigt auf die Gestaltung und Performativität im Akt der Repräsentation. Dabei kann der Claim, also der Anspruch, so sein, dass derjenige, der repräsentiert, seinen Status als Repräsentant beansprucht. Aber der Anspruch kann auch daran liegen, dass der Repräsentant eine Gruppe oder eine Idee zu repräsentieren beansprucht. Die Betonung liegt dann auf dem Gegenstand der Repräsentation. Doch einen Claim zu machen, ist noch keine Garantie dafür, dass die Repräsentation gelingt. Repräsentation ist immer eine Beziehung, die instabil ist und dann immer wieder scheitern kann. Mit diesem Ansatz zeigt Sowart zum einen, dass die Gegenstände der politischen Repräsentation unterschiedlich sein können. Wenn ein Politiker sagt, ich repräsentiere das deutsche Volk, dann sagt er dreierlei zugleich. Erstens beansprucht er selber, ein Repräsentant zu sein. Zweitens beansprucht er auch, eine Gruppe zu repräsentieren, nämlich das deutsche Volk. Und drittens beansprucht er auch, den Willen des deutschen Volkes zum Ausdruck zu bringen. Zum anderen, und das ist der andere Gewinn von Sowarts Theorie, erweitert Sowart die Tätigkeit der Repräsentation auf nicht-diskursive Mechanismen und betont die Performativität und die symbolische Seite der Repräsentation. Disch und Sowart zeigen das Repräsentieren und auch das Repräsentieren auch symbolischer Akt ist. Also das ist nicht nur das Handeln für andere, sondern dass es auch Symbolisieren auch ein Akt ist. Und das hat eine performative Bedeutung. Ich möchte an diesen neuen Ansätzen anknüpfen und politische Repräsentation dann weiterdenken. Dabei möchte ich politische Repräsentation in einem Rahmen platzieren, der in den deutschen und englischsprachigen politischen Theorien eher ungewöhnlich ist. Den habe ich schon am Anfang angekündigt. Ich möchte politische Repräsentation im Kontext von dem Symbolischen und von dem Imaginären verstehen. Das klingt erstmal abstrakt, aber wenn man konkreter wird, dann wird es ein bisschen einfacher. Ich habe in Anlehnung von Cassirer gesagt, dass politische Repräsentation immer eine symbolische Dimension hat, da wir Menschen auf einen symbolischen Zugang zur Welt angewiesen sind. Mitglieder einer Gesellschaft sind immer in ein symbolisches Netz eingebunden. Wenn man das Verhältnis zwischen politischer Repräsentation und dem Symbolischen verstehen möchte, muss man dann die Konstruktionsprozesse berücksichtigen, durch denen wir zu unserer sozialen Wirklichkeit gelangen.
diese Konstruktionsprozessen nennen die Wissenssoziologen Peter Berger und Thomas Luckmann fundamentale Dialekte der Gesellschaft. Also das bedeutet, dass wir in einer Welt leben, die wir einfach nicht so handhaben können. Wir brauchen, um den Zugang zur Welt zu haben, diese Welt zu interpretieren. Und dafür benutzen wir wieder Symbole. Indem wir das machen, konstruieren wir die Wirklichkeit, in der wir leben. Das Interessante bei Berger und Luckmann ist, dass sie ein Paradox dabei herauskriegen, nämlich, dass wir, obwohl wir diese Welt konstruiert haben, unsere Institutionen, unsere Regeln, unsere Ordnung im Politischen und im Sozialen, wir naturalisieren sie. Wir merken nicht, dass wir sie konstruiert haben. Das wird automatisiert im Alltag und wir sehen sie einfach als gegeben. Und das ist teilweise auch notwendig, damit überhaupt Gesellschaft funktionieren kann, wird aber immer wieder in Frage gestellt, weil seit der Moderne haben wir entdeckt, dass wir selber unsere Gesellschaft machen. Also insofern haben wir eine gewisse Selbstreflexivität mit eingebunden. Habe ich noch Zeit oder bin ich unter Zeitdruck? Okay. Also auch in der politischen Wirklichkeit ist dieser Mechanismus am Werk. Durch symbolisch performative und imaginäre Vorgänge wird das, was wir Politik nennen, konstruiert. Politische Repräsentation ist in diesem Prozess eingeschrieben und wirkt darauf performativ. Denn politischen Repräsentation gibt das Repräsentierte nicht bloß wieder, sondern muss es immer wieder neu konstruieren und wirkt somit auf die Wahrnehmung, Auffassung und Vorstellung von Politik. Die symbolische Dimension der politischen Repräsentation zu berücksichtigen, bedeutet deshalb auch diese Konstruktionsprozesse der Politik mitzudenken. Schon lange vor dem Representational Turn hatte Gerhard Göhler ein Konzept der politischen Repräsentation vorgelegt, das die symbolische Dimension in den Vordergrund stellt. Symbolische Repräsentation steht für Göhler im komplementären Verhältnis zur Repräsentation als Handlung. Und sie hat durchaus eine normative Aufgabe. Denn ich zitiere hier Göhler: Die symbolische Repräsentation stellt die normative Struktur des Zusammenlebens in einem Gemeinwesen dar. Symbolische Repräsentation beschreibt ein Ordnungsprinzip, welches zum Verständnis politischer Vorgänge, insbesondere der politischen Einheit von Gesellschaft, konstitutiv und somit unerlässlich ist. Ende des Zitats. Die Frage ist jetzt, wie funktioniert die symbolische Repräsentation? Die Antwort darauf wird dann ein Ergebnis von mehreren Forschungsprojekten werden. Aber ich glaube, wir können damit anfangen, indem wir die mentalen Prozesse berücksichtigen, die durch symbolische Repräsentation in Gang gesetzt werden. Symbolische Repräsentation hat immer mit zwei Vorgängen zu tun. Sie ist Darstellung von etwas und produziert zugleich Vorstellungen über das, was sie repräsentiert. Wenn man etwa auf das repräsentierte Objekt mittels von Bilder, Zeichen oder Wörter verweist, produziert das Publikum der Repräsentation zwangsläufig Vorstellungen über das repräsentierte Objekt. In der Demokratie zum Beispiel ist die Erinnerung an das Volk als der eigentliche Souverän zugleich seine Repräsentation. Durch Worte, Bilder und Rituale wird das Volk als politischer Akteur symbolisch präsent gemacht. Nicht umsonst ist der Präambel der US-amerikanischen Verfassung fängt mit den folgenden Sätzen an: We the people of the United States, als Autor. Also damit wird drei Dinge gemacht. Also zum einen wird das Volk als Autor der Verfassung dargestellt, zweitens das Volk als Einheit dargestellt und drittens als das Volk als Souverän gestellt. Das Volk wird dann als politischer Akteur, als eigentlicher Autor der Verfassung präsentiert. Zugleich schaffen diese wenigen Worte, dass das Volk als Einheit vorgestellt und dementsprechend repräsentiert wird. Jetzt können wir mit Hilfe von Sowers Claim-Ansatz besser verstehen, wie dies funktioniert. Die konstituierende Versammlung in Philadelphia beansprucht, das Volk zu repräsentieren und handelt dann in seiner Stelle. Erster Claim. Dabei produzieren sie einen Text, der die Leserinnen dazu einlädt, sich dieses Wir und die Idee der Volkssouveränität vorzustellen. Zweiter Claim.
Diese Vorstellungen bleiben aber im politischen Imaginären als normative Ressourcen der amerikanischen Demokratie. Es überrascht daher nicht, dass genau, der erste Satz der Präambel in überdimensionalen Größe auf die Innen- und Außenwände des National Constitutional Center in Philadelphia zu sehen wird. Das ist der Außenwand von dem Zentrum. Wenn man reingeht, wird der Präambel überall projiziert auf die Wände. Sie erfüllen genau die normative Aufgabe, von der Göhler gesprochen hat. Interessant wird aber, wenn das Volk den Anspruch erhebt, sich selbst zu repräsentieren. Die Französische Revolution hat eine Tradition der Massenversammlung in die demokratische Kultur eingeführt, die auf diese Selbstrepräsentation zielte. Die revolutionäre Feier, die bereits 1789 begann und ihren Höhepunkt zwischen 1792 und 1794 erreichten, waren Masseninszenierungen, bei der das Volk und nicht die Regierenden als Akteur der Demokratie in den Mittelpunkt des Geschehens auftraten. Und hier, Und hier sehen Sie ein Gemälde von Pierre-Antoine de Manchy von 1794 und das sollte die Revolutionsfeier von demselben Jahr darstellen. Tausende von Bürgerinnen gehen auf die Straßen und nehmen in einem Kollektivtheater teil. Das Volk wird durch seine physische Präsenz zum Symbol von sich selbst. Aber indem die Anwesenden sich selbst repräsentieren, schaffen sie etwas Neues. Man kann hier zweierlei Claims im Sinne Sowards identifizieren. Zum einen beanspruchen die einzelnen Anwesenden, die Einheit des Volkes zu repräsentieren. Und diese Einheit wird in der Inszenierung selbst geschaffen. Zum anderen beansprucht die Gruppe, der Souverän zu sein. Und man könnte einen dritten Claim noch zufügen, dass die Einzelnen sich dann als Teil der Gruppe dabei verstehen. Damit setzt die demokratische Tradition eine symbolische Ressource frei, auf die es immer wieder zurückgegriffen wird, wenn es darum geht, einen Volkswillen zu bekunden, gegen die Regierung zu protestieren oder Missstände anzuprangern. Die Demonstranten von 1989 griffen bewusst auf diese Ressource zurück. Ihre physische Präsenz in öffentlichem Raum unter dem Motto »Wir sind das Volk« verwies auf das zentrale Prinzip der Demokratie, die Volkssouveränität. Sie stellen das machtvollste Symbol der Volksrepräsentation dar. Mehr noch, damit verknüpften die damaligen Demonstranten ihre Selbstrepräsentation mit dem Anspruch, die politischen Institutionen und ihre Funktionen, ja sogar die Auffassung von Politik, radikal zu verändern. Die Verwendung dieser symbolischen Ressourcen steht in der Demokratie allen offen. Daher verwundert es nicht, dass auch Pegida-Demonstranten darauf zurückgreifen und damit normative Vorstellungen von Politik, Gesellschaft zu verknüpfen, die nicht unbedingt demokratiekompatibel sind. Indem sie das tun, zielen sie auf die Transformation des politischen Imaginären. Der Kampf um die symbolische Besetzung der demokratischen Tradition kann dann auf der Straße getragen werden, wie die Gegendemonstrationen zeigen. Also hier ist in Willingen, Schweiningen in Schwarzwald. Also das fand ich auch sehr spannend, weil das direkt der Dialog geht und direkt auf die Konfrontation von beiden Auffassungen geht. Symbolische Repräsentation ist performativ und sie ist keineswegs nur eine Sache der politischen Institutionen, sondern steht jedem politischen Akteur, der einen Claim machen will, zur Verfügung. Durch symbolisch-performative Prozesse werden imaginäre Vorgänge produziert, die unsere Vorstellungen des Politischen verändern. Denn Repräsentation gibt es repräsentiert nicht bloß wieder, sondern formt es jedes Mal wieder neu. Dadurch können sich kleine oder auch große Veränderungen in diese Konstruktion einschleichen. Das Volk der Pegida-Demonstranten und das der Gegendemonstrationen beruht keineswegs auf dieselben Vorstellungen von Volk, Gesellschaft und Politik. Doch beide Gruppen müssen kämpfen, wollen sie auf das politische Imaginäre wirken. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert dieses Wirken auf das politische Imaginäre? Hier müssen wir noch einen
zweiten Punkt berücksichtigt, nämlich die Performativität. Also symbolische Repräsentation ist immer performativ. Der Philosoph John Austin hat sich mit der performativen Sprechakten beschäftigt und gezeigt, dass sie in der Lage sind, eine neue soziale, kulturelle oder auch politische Situation zu begründen. Eine Aussage ist performativ, wenn sie das bewirkt, was sie beschreibt oder behauptet. In dem Fall, to say something is to do something, also Wort gleich Tat. Performative Äußerungen können weder verifiziert noch falsifiziert werden, denn sie beschreiben nichts, sondern sie sind Selbstakte. Der Berliner Kunsthistoriker Horst Bredekamp hat gezeigt, dass auch Bilder performativ wirken können, indem sie etwas in die Welt bringen, das eine eigene Existenz verlangt. Mit dem Sprechakt, mit dem Bild oder auch mit dem Ritual, wie wir in der Massenversammlung gesehen haben, werden nicht nur Darstellungen, sondern auch Vorstellungen geschaffen, die eine Existenz im Imaginären beanspruchen. Dies erklärt auch, warum politische Umwälzungen und Revolutionen oft von Ikonoklasmen begleitet werden. Der Sturz von Saddam Husseins Statue war nicht nur ein symbolischer, sondern auch ein performativer Akt gegen den Ex-Diktator mit dem Anspruch, das alte politische Regime symbolisch zu beseitigen. Dieses symbolische Schicksal teilte Saddam Hussein mit vielen anderen Herrschern wie Lenin, Stalin, Ludwig XIV. Die allen wurden die symbolischen Bestrafungen anhand ihrer Statuen oder Bilder vollzogen. Im Vordergrund dieser Akten steht die Performativität der symbolischen Handlung, die das Ziel hat, die politische Wirklichkeit nachhaltig zu verändern. Die Zerstörung von Bildern, Gebäuden oder auch von Diskursen sind auch konstitutive Mechanismen der Transformation des politischen Imaginären. Wird die politische Kraft der Repräsentation berücksichtigt, erscheinen nicht nur Symbole, Diskurse und Rituale, sondern auch Politikerinszenierungen als konstitutiv für die Gestaltung des politischen Imaginären. Der berühmte Kniefall von Willy Brandt ist dafür in die Geschichte eingegangen und hat eine neue Haltung der Bundesrepublik gegenüber der deutschen Vergangenheit geprägt. Dank ihrer Performativität ist die symbolische Repräsentation in der Lage, neue Vorstellungen in die Welt zu setzen und ihnen eine soziale Existenz zu geben. Aber sie reproduzieren nicht nur, sondern sie verändern auch unsere Vorstellung von Politik und unseren Zugang zu ihr. Bei jedem Akt des Repräsentierens wird das Objekt der Repräsentation aktualisiert, das heißt tradiert und modifiziert zugleich. Damit enthält die symbolische Repräsentation ein dynamisches Moment, das für die Politik vor allem deshalb von Bedeutung ist, weil es soziokulturellen und politische Veränderungen auffangen und zum Ausdruck bringen können. Ich komme jetzt zum politischen Imaginären. Jetzt müssen wir auf die Eingangsdefinition des politischen Imaginären zurückgehen, um zu sehen, wie politische Repräsentation funktioniert. Der griechische-französische Philosoph Cornelius Castoriadis hat den Begriff des Imaginären stark geprägt. Für ihn ist das Imaginäre eine gesellschaftliche Dimension. Castoriadis fragt sich nicht nur, welche Vorstellungen eine Gesellschaft über sich selbst produzieren, sondern auch, wie die mentalen Strukturen entstehen, die diese Vorstellung überhaupt ermöglichen. Beide Fragen beantwortet er mit dem Begriff des Imaginären. Für eine politikwissenschaftliche Theorie der Repräsentation sind diese Fragen vor allem von Bedeutung, weil sie eine doppelte Perspektive auf den Gegenstand ermöglichen. Es geht nicht nur um das kollektiv geteilte Repertoire an politischen Symbolen und ihre Nutzung, sondern darüber hinaus um die Strukturierung ihrer Produktion und um die Verwendung in der politischen Repräsentation. Für Castoriadis verbindet das Imaginäre die materielle Welt mit dem Symbolischen. Es besteht unseren Zugang zur Welt und wird von unserer Interaktion mit der Welt bestimmt. Das Imaginäre ist ein wahrnehmungsstrukturierendes Prinzip und liefert dadurch die Basis für die symbolische Praxis. Jedes Symbolismus, so Castoriadis, setzt eine Capacité imaginaire voraus, denn er beruht auf der Fähigkeit, in einem Ding ein anderes oder ein Ding als etwas anderes zu sehen. Das Imaginäre aber ist kein Bild,
Es ist was ganz anderes, nämlich das Imaginäre ist das unaufhörliche und gesellschaftliche, geschichtlich und psychisch wesentlich indeterminierte Schöpfung von Gestalten, Formen, Bilden, die jeder Rede von etwas zugrunde liegt. Was wir Realität nennen, verdankt sich überhaupt erst ihnen. Man kann das Imaginäre gleichzeitig als Repertoire und als schöpferische Matrix von Vorstellungen, Bilder und Emotionen etc. definieren. Es schafft nicht nur Bilder und Vorstellungen, sondern auch die Struktur ihrer Hervorbringung. Als Matrix strukturiert das Imaginäre die symbolische Produktion einer Gesellschaft und somit auch ihren Zugang zur Welt. Dadurch ermöglicht das Imaginäre die Entstehung von Wirklichkeitskonstruktionen. Auf die Politik bezogen kann man sagen, dass das politische Imaginäre die Auffassung von dem, was Politik ist, von politischer Legitimität, politischen Institutionen, Handeln sowie die Rolle der politischen Repräsentanten erst möglich macht. Zugleich liefert das politische Imaginäre ein Repertoire an Vorstellungen, Bilder, Emotionen und etc., das als Ressource für die politische Repräsentation genutzt wird, wie wir im Fall der Massendemonstrationen gesehen haben. Politik ist daher nicht nur auf das Symbolische und auf die performative Seite der Repräsentation angewiesen, sondern auch auf ein imaginäres Fundament. Im politischen Imaginären konstituieren sich Legitimitätsfundamente der politischen Ordnung. Was möglich ist und was nicht, was akzeptiert werden kann und was nicht, ist nicht nur ein Ergebnis kognitiver Auseinandersetzung, sondern entsteht im Vorstellungsrahmen des politischen Imaginären. Aber das politische Imaginäre ist auch nichts Statisches und das macht die Sachen kompliziert, sondern es verändert sich auch. Und es verändert sich in Wechselwirkung mit der Praxis der symbolischen Nutzen, der sozialen Interaktionen. Gefühle und Selbstverständnisse, die in Bezug auf die Politik entstehen, verändern sich natürlich auch. Die Art und Weise, wie das politische Imaginäre strukturiert ist, ist zentral für das Verständnis von Politik und politischer Repräsentation. Wenn einerseits die symbolische Repräsentation von Imaginären abhängig ist, bleibt sie andererseits nicht ohne Wirkung auf das politische Imaginäre. Das ist diese Wechselwirkung, von der ich gesprochen habe. Indem politische Repräsentation dem Imaginären eine symbolische Materialität gibt, trägt sie auch dazu bei, die symbolischen und normativen Fundamente einer Gesellschaft zu tradieren oder auch zu modifizieren. Ich möchte an dieser Stelle ein historisches Beispiel geben, damit es ein bisschen konkreter wird. Wenn wir dann auf die politische Repräsentation, etwa beschrieben von Ernst Kantorowicz, im Mittelalter zurückblicken, sehen wir, dass die politische Repräsentation von der Idee Gottes strukturiert war. Das heißt, zu dem Zeitpunkt strukturiert Gott nicht nur die Macht, gab nicht nur die Legitimität an den Herrscher, sondern Gott war auch die Figur, die unseren Zugang zur Welt strukturiert hat. Also wenn etwas passiert ist, was anders sein sollte, als man sich vorgestellt hat, es müsste eine Gottesstrafe sein und so weiter. Mit der Aufklärung passierte Folgendes: Gott wird nicht mehr als Garant für die Politik erkannt und auch nicht mehr als alleinige Erklärung der Welt anerkannt. Was wir sehen, ist praktisch eine Separierung zweier Sphären, nämlich des Religiösen und des Politischen. Wir haben dann die Bildung einer Gesellschaft, die sich einfach auf eine Art Autonomieprinzip strukturiert, nämlich wir sind Menschen, wir schaffen unsere eigene Welt. Und dadurch wird Gott als Legitimationsquelle für die moderne Gesellschaft obsolet. Das kann nicht mehr funktionieren. Was wir hier sehen, ist eine Veränderung, komplette Veränderung des politischen Imaginären, die über Jahrhunderte sich erstreckt, die aber in bestimmte Situationen kulminiert. Und dann passiert noch was anderes. Die Revolutionen des 18. Jahrhunderts, die französische und die amerikanische Revolution, bringen ganz neue Ideen hervor, nämlich wir sind nicht nur autonom und können unsere eigene Welt schaffen, sondern das Volk sollte einfach entscheiden. Das Volk ist der eigentliche Souverän. Und dadurch wird das politische Imaginäre in der Demokratie durch die Idee der Volkssouveränität wieder mit strukturiert.
Also damit sehen wir, dass das politische Imaginäre keineswegs statisch ist, sondern sich auch verändert. Dementsprechend sind auch Veränderungen von Praxis und die Praxis verändert auch das Imaginäre. Es ist immer dieses Wechselspiel. Das politische Imaginäre der Demokratie konstituiert sich nach der französischen und amerikanischen Revolution und wird von der Idee der Volkssouveränität und von Prinzipien wie Gleichheit und Freiheit organisiert. Doch die Erfahrung des Nationalsozialismus und des Faschismus hat gezeigt, dass das demokratische Imaginäre nicht für immer gesichert ist. Es kann suspendiert werden oder sogar zerstört werden. Für die Politikwissenschaft stellt sich die Frage, wann und unter welchen Umständen sich das politische Imaginäre verändert und wann eine neue Legitimität, eine neue politische Ordnung und eine neue Symbolik entstehen. Wir sehen jetzt ein paar disparate Phänomene, die wir noch nicht einordnen können. Eines wäre, was ich mit dem Begriff von Andreas Dörner bearbeitet habe, des Politainments. Wir sehen immer mehr Unterhaltung, die sich dann innerhalb der Politik einmischt, bei der man schlecht unterscheiden kann zwischen Fiktion und Realität, zwischen Politik und Unterhaltung, zwischen Privat und Öffentlichen. Und diese Art Vermischung könnte dazu beigetragen haben, dass wir jetzt darum kämpfen müssen, unsere eigene Auffassung von Politik wieder neu zu definieren. Das könnte eine der Erklärungen sein, warum Kandidaten wie Silvio Berlusconi oder Donald Trump so viel Erfolg haben. Also ist das demokratische Imaginäre jetzt angesichts der symbolischen Praxis von Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und zunehmende Ablehnung politischer Institutionen dabei etwas anders zu werden oder auch angesichts dieser Politainment-Phänomene etwas anders zu werden, das wissen wir noch nicht. Die Untersuchung der symbolischen Repräsentation kann, glaube ich, Hinweise darauf geben, wie sich das politische Imaginäre der Demokratie verändert und welche Ressourcen für sie übrig bleiben. Dankeschön.